Eine Ankündigung von der ISPA. Dankeschön. Ich bin letztes Mal daran gescheitert, dass mein Laptop keinen HDMI-Ausgang hat. Ich habe natürlich noch immer keinen neuen Laptop, aber wir sind ja flexibel. So. Schauen wir. Ja, ich bin auch da wegen einer Veranstaltungsankündigung und es ist quasi ein Save the Date. Und zwar für das Internet Governance Forum, das IGF. Und das wird stattfinden dieses Jahr am 16. Oktober und zwar im Rathaus. Das Generalthema ist Sicherheit und Freiheitsrechte im digitalen Raum. Ich denke, es ist ein sehr aktuelles Thema. Und es wird eine Keynote geben, Freiheit und Sicherheit, Berichte aus der Praxis. Und da ist der Plan, dass wir einerseits einen Vertreter des C4 haben werden, also das Cybercrime Competence Center, sprich der österreichischen zuständigen Stelle für Cyberkriminalität auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite freuen wir uns auf Joe McNamee, den, glaube ich, Geschäftsführer der von EDRI als Sprecher, der quasi die Sichtweise der Zivilgesellschaft darstellen wird. Es wird im Anschluss drei Workshops geben. Und was ihr hinter mir seht, sind die Arbeitstitel. Also da kann sich noch einiges ändern. Aber ich denke, es wird ein sehr spannendes Event. Und ich würde euch bitten, das schon jetzt im Kalender einzutragen. Und das letzte Mal, wie ich hier war, habe ich euch erzählt, dass wir ein Sommerfest machen und habe euch überschwänglich alle eingeladen. Und ich bin dann zurück ins Büro gekommen und habe gesagt, wurde dann irgendwie korrigiert, habe gesagt, so einfach ist das nicht. Und zwar Hintergrund der Sache ist der, die ISPA macht Veranstaltungen und ich würde sagen, wir sind relativ erfolgreich mit den Veranstaltungen. Allerdings auch dahingehend, dass sich bei den letzten Events eine Reihe von Buffet-Touristen eingestellt hat, die am Anfang noch relativ zurückhaltend waren, aber beim letzten Mal sind sie dann mit Rollkoffer gekommen und Tupperware und sind dann am Buffet gestanden und haben eingepackt. Und wir sind nicht irgendwie hostile oder freuen uns nicht, den Menschen kommen, aber das war dann doch etwas zu viel. Vor allem, wenn ich dann die Aufgabe habe, diese Menschen hinaus zu eskortieren, das ist wirklich unangenehm. Und aus dem Grund wurde ich ersucht, mir ein System auszudenken, wo wir gewährleisten, dass der Anteil an Buffet-Touristen auf ein vertretbares Maß gesenkt wird. Und aus diesem Grund kommt man diesmal nur rein mit einer personalisierten Anmeldung. Und damit ihr die bekommt, brauchen wir zuerst einmal eure Daten, damit wir euch eine Einladung zuschicken können. Und die Aufgabe für euch, also wenn ihr eine Einladung möchtet, ist total schwierig. Ich brauche von euch diese Felder, die ihr da seht und würde euch bitten, die an die E-Mail-Adresse zu schicken, die drunter steht. Und eine Bitte noch, schreibt dazu, wenn ihr wollt, dass ihr nur für dieses eine Event eingeladen werdet und nicht auf unserer Einladungsliste landet, dann bitte das ausdrücklich dazu schreiben. Das respektieren wir natürlich. Dankeschön.